Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum letzten Büchercasting-Video. Wir befinden uns mittlerweile tatsächlich im Finale, wo ich euch die Sieger der einzelnen Genres vorzeigen möchte. Wer die Aktion nicht mitbekommen hat, es wurden ganz, ganz viele tolle Büchertipps eingereicht von euch da draußen und die Bücher sind dann in den verschiedenen Genres gegeneinander angetreten, in die nächste Runde gewählt worden von euch da draußen. Und jetzt sind die Sieger der einzelnen Genres jetzt im Finale und die treten jetzt in diesem Video auch nochmal gegeneinander an. Ihr wählt das Buch, was ihr im Finale sehen wollt und das Siegerbuch wird dann in einer Leserunde gemeinsam von uns oder die, die wollen, gelesen. Ich werde jetzt noch kein Datum festlegen, wann wir dieses Buch lesen werden. Ich werde jetzt erstmal abwarten, welches Buch der Sieger ist, wer überhaupt alles mitlesen möchte und dann werden wir gemeinsam einen Termin ausmachen. Ja, als Finale habe ich mir überlegt, werde ich ein Try-a-Chapter tatsächlich durchführen, weil ich fand die Tipps alle so toll und habe mir gedacht, alle Sieger werde ich mir anschaffen und werde ich tatsächlich lesen, aber das Siegerbuch werde ich halt nur mit euch zusammen lesen. Also habe ich tatsächlich den gesamten Siegerstapel hier links schon neben mir liegen. Ich habe ja schon in den letzten Videos die Bücher vorgestellt, schon einiges darüber erzählt, die ersten Sätze vorgelesen und auch die Meinungen von denen preisgegeben, die dieses Buch empfohlen haben. Und ja, heute soll es eben um das erste Kapitel gehen. Ich werde dann halt in alle Bücher hineinlesen, euch natürlich nochmal so einen groben Umriss geben, worum es eigentlich gehen soll. Und dann werdet ihr am Ende des Videos oder hier unter dem Video in den Kommentaren abstimmen dürfen, wer der Sieger davon ist. Wenn euch interessiert, wie überhaupt abgestimmt wurde in der zweiten Runde, wie die Ergebnisse von den anderen Büchern sind, dann dürft ihr in die Infobox schauen. Da habe ich das alles nochmal aufgeschlüsselt. Und ich werde euch natürlich auch nochmal die Playlist verlinken, falls ihr die Videos verpasst habt und wissen wollt, wer überhaupt alles teilgenommen hat. Und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir beginnen und zwar mit dem ersten Genre und zwar dem Horror-Thriller-Genre. Es sind, glaube ich, immer jeweils 8 Bücher gegeneinander angetreten. In die zweite Runde sind dann 3 Bücher gekommen und jetzt im Finale ist nur noch eins, was die meisten Stimmen bekommen habt und hat von euch. Ich finde es ein bisschen spooky, denn alle Gewinner haben, also 4 von 5 Gewinnern, haben genau die gleiche Anzahl von Stimmen bekommen von unterschiedlichen Leuten. Wir befinden uns, wie gesagt, jetzt im Horrorgenre und ich stelle euch jetzt den ersten Sieger der Genres vor. Und zwar ist das Das Haus der Monster von Danny King, The Monster Man of Horror House. Nee, das hat nichts mit Stephen King zu tun, ist kein Verwandtschaftsgrad. Das Ganze ist im Lucifer Verlag erschienen und ja, ich war auch sehr, sehr angetan von dem Buch, als ich euch das schon das erste Mal vorgestellt habe. Es soll sehr schwarzhumorig sein, düster. Natürlich ist es ein Horrorroman und ja, was wirklich Besonderes. Hier geht es oder hier spielt es in einer Kleinstadt, wo eben so ein Eigenbrötler auch lebt. Hier steht auch hinten drauf, es gibt in jeder Kleinstadt den verrückten alten Sonderling, der allein in einem unheimlichen Haus lebt, das fast so heruntergekommen ist wie er selbst. Und in diesem englischen Städtchen ist es eben ein Mann namens John Cole. Und dem John Cole werden Streiche gespielt von mehreren Rotzlöffeln. Und die wissen aber nicht, mit wem sie sich da anlegen. Sie denken einfach, das ist nur ein sonderlicher Alter. Aber der nimmt Rache, beziehungsweise er hat schon einiges erlebt mit Vampiren, mit Geistern, mit manisch-depressiven Vampiren, Werwölfen und Dämonen. Und ich glaube, hier sind irgendwie 3 Geschichten drin, die er erzählt. Vielleicht diesen Rotzlöffeln erzählt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch gar nicht genau, was er mit diesen Bengeln dann tatsächlich anstellt. Und ob er schlussendlich ein Guter ist, der gegen diese Monster kämpft, oder ob er selbst auch Dreck am Stecken hat, das weiß ich alles noch nicht. Ihr seht, das Buch ist noch eingeschweißt. Ich werde es jetzt öffnen und ja, werde mich jetzt zurückziehen sozusagen und dann
das erste Kapitel lesen. Ich gucke jetzt mal, wie lang das erste Kapitel überhaupt ist. Weil wenn das ganz kurz ist, dann werde ich vielleicht noch ein zweites oder drittes Kapitel ranhängen, damit ich immerhin irgendwie so 10 Seiten gelesen habe. Ja, das erste Kapitel ist ja gerade mal 6 Seiten lang. Also vielleicht werde ich da bis Seite 20 lesen, weil es geht bei Seite 9 los. Ja, ich habe richtig Lust drauf und ich hoffe, ihr habt auch richtig Lust drauf, mich zu begleiten. Und damit ihr natürlich auch gut abstimmen könnt, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, könnt ihr natürlich auch für dieses Finale die ersten Kapitel lesen oder einfach jetzt meinen Eindrücken folgen. Das könnt ihr natürlich mal handhaben, wie ihr wollt. Also man kann ja auf vielen Plattformen auch in das Buch hineinlesen und dann eine Leseprobe erhalten, und da könnt ihr im Grunde ja auch ein Try-Up-Chapter draus machen und dann abstimmen oder eben einfach anhand meines Videos. Und was ich auch sagen möchte, ihr könnt natürlich auch abstimmen, selbst wenn ihr nicht mitgelesen habt, nicht mitlesen möchtet, denn ihr könnt trotzdem eure Meinung abgeben, oder wenn ihr ein Buch schon gelesen habt und meint, das ist so cool, dafür stimme ich, das müsst ihr lesen, dann dürft ihr natürlich auch abstimmen. So, auf geht's zum ersten Akt. Der erste Abschnitt des ersten Buches ist getan. Ich habe jetzt die ersten 11 Seiten in diesem Buch gelesen. Das bedeutet halt die ersten 2 Kapitel. Und wir haben im Grunde das erfahren, was ich euch auch schon erzählt habe, dass es, wie gesagt, immer einen Sonderling gibt in einer Kleinstadt. Und es wird so ein bisschen beschrieben, was so ein Sonderling ausmacht, wie der aussieht, wie andere ihn verachten und er vor sich hin stinkt und so weiter. Und es wird halt erst aus der dritten Person geschildert, und dann gibt es auf einmal einen erzählerischen Schwenk, denn es wird halt über diese Sonderlinge gesprochen und eben explizit diesen Sonderling aus dieser einen Stadt. Und dann gibt es halt diesen Schwenk, ja, aber dieser Sonderling war ich und ich wusste davon gar nichts. Und ja, dann wird einem halt erst gewahr, dass diese Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Und das Ganze auch sehr flapsig, sehr umgangssprachlich, manchmal teils auch etwas vulgär. So ein paar Einschläge gab es da jetzt. Sowas brauche ich ja immer nicht, aber es war Gott sei Dank jetzt noch sehr flapsig, sodass ich darüber hinweglesen konnte. Und ja, dann wird halt auch erzählt, dass er, als ihm das gewahr wird, spätestens halt auch, als diese Jungs ihn die ganzen Streiche spielen und ja, sehr, sehr schamlose Streiche. Sie klopfen und hämmern immer nachts an seiner Hütte. Sie gießen ihm die Milch durch seinen Briefkasten. Sie kippen seine Mülleimer um. Und ja, das geht ihn irgendwann so gegen Strich, dass er sich dagegen wehren möchte. Allerdings glaubt er nicht, dass es irgendwie sinnvoll wäre, ihre Eltern zu kontaktieren oder die Polizei. Er möchte das lieber selbst in die Hand nehmen. Und deswegen zimmert er in seinem Keller eine Falle. Und ja, er überlegt sich erstmal den Köder auszulegen, indem er sich jeden Tag jetzt, wenn er rausgeht, wenn er sein Haus verlässt, eine Melone aufsetzt. Und ja, die Jugendlichen machen sich sofort über ihn lustig, über sein Aussehen, denn es sieht wirklich verdammt albern aus, wie er auch selbst feststellt. Und irgendwann legt er dann genau diese Melone ans Fenster seines Hauses und lässt das Fenster offen, so dass abends der erste Jugendliche einsteigt, um ihn diese Melone zu klauen. Und dann aber, als der Junge drin ist im Haus, sieht er erst die eigentliche Falle oder den eigentlichen Köder, denn dort ist ein Sarg aufgebahrt und er ist natürlich extrem neugierig und möchte reinschauen. Und ihn folgen dann nach und nach die anderen der Gruppe, weil sie auch einfach neugierig sind, obwohl sie auch alle ziemlich Angst haben irgendwie. Warum hat der alte Typ da jetzt einen Sarg in seiner Wohnung stehen, in seinem Haus? Und ja, sie können immer nur durch einen ganz kleinen Spalt in diesen Sarg reingucken und sehen nur, dass sich etwas dort bewegt.
Und als tatsächlich alle in diesem Haus sind, ohne dass jemand Schmiere steht, fällt das Fenster zu und eine ganz voll dröhnende Stimme sagt: Was wollt ihr hier? Was macht ihr hier? Und sie kommen aber nicht mehr raus. Nur eine Tür steht offen und durch die fliehen sie. Und das ist allerdings die Kellertür. Und diese Kellertür wird dann von außen abgeschlossen von dem alten Sonderling. Und er freut sich, dass er sieht, dass die Falle tatsächlich genutzt hat. Was er jetzt mit den Jugendlichen macht, das weiß ich noch nicht. Das nächste Kapitel heißt Böse Kinder kommen in den Keller. Mal schauen, was er jetzt mit ihnen macht, ob er vielleicht jetzt so seine Geschichten erzählt oder ob er sie jetzt erstmal quält. ja, also war auf jeden Fall lustig und spannend erzählt und die Jugendlichen werden wirklich nicht sehr nett dargestellt, auch wenn es da unterschiedliche gab, welche die Anführer und die Schisser und so weiter, die Petzen, wie auch immer. Mal gucken, ob wir die denn noch näher kennenlernen werden oder ob die einfach nur als Zuhörer gelten, denn für seine Story. Ja, viel mehr kann ich euch da jetzt natürlich auch noch nicht drüber erzählen. Ich hätte schon Lust weiterzulesen, so viel kann ich sagen. Bin gespannt, was jetzt genau die Story eigentlich ist. Wie gesagt, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur die Einleitung, damit es bald weitergeht. Ja, das war der erste Kandidat. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich habe, glaube ich, vorhin vergessen, tatsächlich zu sagen, wie viele Stimmen das Buch überhaupt bekommen hat. Es hat 11 Stimmen bekommen und ich muss mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Das waren gar nicht so viel Abstand. Ich meinte, es hätte mit so viel Abstand gewonnen, aber das stimmt gar nicht. Mit 3 Stimmen Abstand, mit 3 Stimmen Abstand hat das Haus der Monster gewonnen. So, das war's aber zu diesem Buch. Wollen wir zum nächsten übergehen? Machen wir weiter mit der Kinderbuchkategorie. Und der Sieger dieser Kategorie hat tatsächlich mit hohem Abstand gewonnen. Auch wieder mit 11 Stimmen, wie gesagt, aber mit 7 Stimmen Unterschied zum nächsten. Und das hat sich tatsächlich in den vorigen Videos schon so ein bisschen angekündigt. Es wurde auch auf YouTube hier und auch allgemein so unter den ganzen in der Buchbranche sehr gehypt und sehr beworben. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon, worüber ich rede. Und zwar ist das Nevermore von Jessica Townsend, Fluch und Wunder. Also das Buch ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Hingucker. Das Buch ist ab 10 Jahren empfohlen und ich glaube auf 5 Bücher oder so angelegt, jedenfalls eine längere Reihe. Ich weiß, dass der zweite auch schon draußen ist und wie es weitergeht, weiß ich aber noch nicht. Und es haben sehr, sehr viele davon geschwärmt, deren Meinung ich auch wirklich schätze, obwohl ja bei mir so ein bisschen ja, die Einstellung ist, sobald das Buch gehypt ist, habe ich erstmal so ein bisschen Abstand davon. So verhält sich das eben bei mir so ein bisschen. Ich finde es auch immer nicht schön, wenn Bücher verglichen werden mit anderen großen Reihen. Hier ging es halt um den Vergleich mit Harry Potter. Sowas mag ich nicht. Meistens ist das ja eh nur Marketing und Werbung und hat überhaupt gar nichts unbedingt damit zu tun und ist gar nicht so sehr berechtigt, dieser Vergleich, und weckt irgendwie andere Erwartungen. Ich finde es viel schöner, wenn eine Reihe für sich selbst stehen kann und ohne diesen Vergleich gut leben kann. Das macht für mich eine gute Reihe aus. Aber ich habe tatsächlich von mehreren gehört, dass diese Reihe dieses Harry Potter Feeling hat, dieses Magische, dieses mit viel Freundschaft und mit viel Wohlfühl Momenten und so weiter, und das spricht mich dann schon wieder an und deswegen freue ich mich da jetzt drauf. Jetzt ist auch der Hype so ein bisschen abgeklungen und jetzt habe ich auch richtig Lust darauf, das zu entdecken, und eventuell werden wir das ja auch zusammen entdecken, je nachdem, wie ihr dann abstimmen werdet. Hier spielt es eben in einer magischen Welt und wir treffen auf Morrigan Crow, und Morrigan Crow ist verflucht und der Fluch besagt, dass sie an ihren 11. Geburtstag sterben wird. Außerdem sind diese verfluchten Kinder halt an allem schuld, was in der Welt Schlimmes passiert. Und ja, an ihren 11. Geburtstag stirbt sie jedoch nicht, sondern sie wird von einem seltsamen Herrn aufgesucht, der sie mitnimmt in ein besonderes Reich. Um dort bleiben zu können, muss sie aber bestimmte Aufgaben erfüllen. Mehr weiß ich jetzt noch nicht.
Und ich wollte auch wirklich mich nicht so viel spoilern lassen. Ich wollte das selbst erleben und ja, werde denn jetzt auch das erste Kapitel lesen. Ich weiß nicht genau, wie lang das sein wird, aber so um die 10 bis 20 Seiten habe ich mir ja vorgenommen, in jedem Buch reinzulesen. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust, jetzt auch mit reinzulesen, auf Stopp zu machen und dann meine Meinung zu hören oder eben nach dem Video, wie ihr das gerne möchtet. Es ärgert mich so ein bisschen, ich habe das Buch neu bestellt und es hat hier so eine kleine Macke oben. Okay, erkennt man wahrscheinlich nur kaum. Ja, da bin ich einfach nur so ein bisschen pingelig. Aber jetzt freue ich mich, jetzt mache ich den Umschlag ab, weil ich lese immer ohne Umschlag und werde dann mal reinlesen. Auf geht's, ich bin gespannt. So, ich habe jetzt den Prolog und das erste Kapitel von Nevermore gelesen. Das waren jetzt etwas mehr als bei Haus der Monster, 25 Seiten. Im Prolog haben wir ganz kurz erfahren, das waren glaube ich nur so 3 Seiten, wie ganz viele Presseleute, Journalisten an einem Zaun von einem Anwesen sich aufgereiht haben und denn ja, der Vater von Morrigan Crow, also Corvus Crow, an den Zaun gekommen ist, um eine Erklärung abzugeben. Er ist wohl Politiker und hat jetzt wahrscheinlich von dem Tod seiner Tochter gesprochen. Ja, dass er sich bedankt bei dem Volk für die Unterstützung und dass es natürlich traurig ist, jetzt ein Kind zu verlieren und ja, dass er jetzt aber erleichtert ist, dass sie jetzt Frieden gefunden hat und so weiter. Es fliegen so einige Raben und oder Krähen über die Journalisten hinweg und die sind alle sehr, sehr nervös und man merkt, dass es ein ja, sehr aufwühlendes Thema ist. Im Prolog war ich mir noch nicht so sicher, wie der Vater jetzt drauf ist. Also er ist Politiker, also kann er ja auch vieles verbergen. Und ja, diplomatisch reden, aber etwas ganz anderes meinen. Man merkt dann erst im ersten Kapitel, dass er ja eine nicht so nette Person ist. Also im ersten Kapitel lernen wir dann Morrigan kennen, die tatsächlich dann ja, für alles die Schuld bekommt. Also die Küchenkatze wird vor tot aufgefunden und es wird gleich auf eine Tafel geschrieben, wo die ganzen Vergehen von Morgan draufstehen. Die Köchin sammelt das irgendwie und dann gibt es ein Treffen mit einer Sozialarbeiterin, die ebenfalls eine Liste hat aus dem Reich, wo ja, Corvus Crow halt auch als Kanzler regiert sozusagen. Da ist die Marmelade nichts geworden, verdorben. Da hat sich eine Frau beim Schlittschuhlaufen die Hüfte gebrochen. Und was war das andere? Ja, ein Junge hat irgendwie beim Buchstabierwettbewerb verloren und noch einiges mehr, wofür entweder der Vater Schmerzensgeld aufbringen muss oder halt, ja, dann ist noch irgendwo ein Feuer ausgebrochen. Dann wird darüber diskutiert, ob bei Wetter Morrigan tatsächlich Schuld hat oder jemand hat einen Brand gelegt und da wurde tatsächlich auch eine Schuldige gefunden und trotzdem soll Morrigan da irgendwie für schuld sein. Ja, also da wird so ein bisschen drüber diskutiert, ob Morrigan tatsächlich schuld ist oder nicht. Und sie muss auch jeweils immer Entschuldigungsbriefe schreiben. Und ja, man merkt, dass Morrigan bei manchen Sachen überhaupt nicht dran glaubt, dass sie schuld ist. Und diese Entschuldigungsbriefe, die sie dann schreibt, man sieht dann auch immer, dass es durchgestrichen ist, weil sie ja, auch ja, sehr patzig denn schreibt, so von wegen, ja, wenn du zu blöd bist, um Sirup zu buchstabieren, dann tut mir das sehr, sehr leid. Und ja, sie streicht das dann immer wieder durch. Das fand ich schon sehr amüsant. Fand es auch gut, dass sie da nicht völlig, also klar leidet sie darunter, aber sie scheint halt auch
ja, so ein bisschen gegen anzugehen und ja, ihren eigenen Kopf zu haben. Aber bei anderen Sachen hat sie schon Gewissensbisse und man merkt, ihr wurde denn schon eingeredet oder sie glaubt auch daran, dass sie an manchen Dingen schuld ist und das tut einem natürlich leid, weil man wahrscheinlich, ja, weil sich wahrscheinlich herausstellen wird oder man merkt einfach, dass sie da nicht dran schuld ist, sondern ihr alles in die Schuhe geschoben wird. Ja, und dann kriegt man noch ein Abendessen mit von der Familie, ihre Stiefmutter, ihre Großmutter und ihr Vater sind dort zugegen und dann auch noch die Assistenten des Vaters. Und ja, man erfährt so ein bisschen über die Probleme im Reich und wie das Reich so ein bisschen aufgebaut ist, dass es wohl irgendwie eine Wunderknappheit geben soll, eine Wunderkrise. Und ohne Wunder läuft das Reich wohl nicht. Was genau dahinter steckt, weiß ich noch nicht. Auch das soll Morrigan so ein bisschen in die Schuhe geschoben werden. Und dann wird es von einem Geburtstag, nicht ein Geburtstag, sondern ein Geburtstag geredet, wo ja, der Kanzler, der Corvus halt hingehen soll, um ja, dafür für sich so ein bisschen Werbung zu machen, wollte ich gerade schon sagen. Also so ein bisschen Hände schütteln und so weiter. Und Morgan bittet darum, mitzukommen, ja, weil sie doch bald Geburtstag hat und ob das nicht ihr Geburtstagsgeschenk werden könnte. Ja, wahrscheinlich fristet sie da nicht so ein sehr aufregendes Leben. Ja, auch ihre Lehrerin, die alle vor ihr Angst haben und sie nicht berühren wollen und die eine Lehrerin noch nicht mal mit ihr in einen Raum sein möchte und mit ihr die Verbkonjugations durch die Tür hinweg, also durch verschlossene Tür mit ihr spricht, findet sie total albern. Ja, also ist das kein schöner Alltag für Morrigan, aber wie gesagt, hat sie Gott sei Dank ein Selbstbewusstsein und ist schlagfertig und auch hat Rückgrat, was mir gut gefällt. So macht es das Ganze nicht ganz so deprimierend. Ja, und nun haben die Assistenten vorgeschlagen des Vaters, dass er doch mal bitte Morrigan mitnehmen soll, weil das wohl ganz gut ankommen würde bei den Bürgern, dass er zu unnahbar wirkt und ja, dass er ja bald trauernder Vater sein wird, weil das Kind ja bald sterben wird, könnte ihm ganz gut helfen. Ja, man sieht, es ist eine wunderbare Familie, genauso die Großmutter und die Schwiegermutter, die sind alle nicht so wirklich keine schöne und herzliche Familie und man wünscht Morgan viel, viel Besseres. Ja, aber ich bin ja sonst, ich bin nicht so der politische Themen. Ich mag nicht so gerne politische Themen in Büchern, aber oh, so ist blöd. Mir wird langsam meine Hand schwer. Mein Arm tut mir weh so. Ja, man muss natürlich erstmal so das ganze Konzept dieser Welt verstehen und dadurch ist es wahrscheinlich erstmal wichtig zu verstehen, wie das Ganze vor sich geht, weil ihr Vater nun mal Politiker ist. Aber ich hoffe dann, dass sie, wenn die Geschichte weitergeht, dass es nicht so politisch ja, bleibt. Ja, das war mein Eindruck zu diesem ersten Kapitel. Da steckte schon viel drin. Es waren ja aber auch jetzt 25 Seiten. Ja, wie gesagt, hat mir Morgan als Figur wirklich gut gefallen, dass sie einerseits schon verletzlich ist, sich schuldig fühlt für einige Sachen, aber andererseits für einige Sachen auch überhaupt nicht einstehen will und das total durchblickt, dass alle sie als Sündenbock benutzen und sie dann doch schon frech ist und Selbstbewusstsein hat, finde ich in dieser Situation wirklich gut. Ja, das war's und da wollen wir uns mal dem nächsten Buch widmen. Das nächste Buch, das ich anlesen möchte, ist Der Totengräbersohn von Sam Feuerbach. Kommt aus der Kategorie Fantasy und das war echt, echt knapp, denn es hat wieder mit 11 Stimmen gewonnen, aber nur mit einer Stimme Unterschied zum nächsten. Allgemein hat diese Kategorie wohl mit die meisten Abstimmungen bekommen, neben dem Horror-Thriller-Genre. Ja, wie der Titel schon sagt, geht es hier um einen Totengräbersohn, der Sohn eines Totengräbers. Und dieser wird in dem mittelalterlichen Dorf, wo er wohnt, nicht sehr geachtet, eben wegen des Berufs seines Vaters. Sein Vater verfällt mehr und mehr dem Alkohol.
Und deswegen muss der Sohn immer mehr selbst die Verantwortung in diesem Beruf übernehmen. Ja, aber sein Schicksal wendet sich mehr und mehr, beziehungsweise schlagartig, als die Dorfhexe stirbt und er diese für das Begräbnis zurechtmachen muss und er ein Amulett bei ihr entdeckt und er einfach nicht widerstehen kann und dieses an sich nimmt. Ja, und was dann passiert, werden wir lesen. Ich freue mich da sehr drauf. Es soll sehr, sehr humorvoll sein und auch das Hörbuch dazu soll klasse sein. Da könnte ich mir also auch vorstellen, das Hörbuch dazu zu hören. Und ja, wir werden mal schauen, wie viel ich jetzt hier drin lese, wie viel das erste Kapitel ist und dann werde ich mich wieder melden. So, das erste Kapitel ist gelesen. Das waren jetzt die ersten 15, 16 Seiten. Das Kapitel hieß Die Giftmischerin. Und damit war, wie man schon erwarten konnte, eben die Dorfhexe gemeint. Und wir haben Farin, unseren Protagonisten, dabei angetroffen, wie er eben sein Tagewerk nachging. Also das Ganze war sehr bildlich und sehr detailliert beschrieben. Also es gab einige Ekelszenen. Aber ich denke mal, das war gerade im Mittelalter ganz normal und für Farin eben auch sein ganz normaler Beruf, die Leichen zu waschen, die Leichen ja, herzurichten und auch ein bisschen zu schminken. Und man hat halt so ein bisschen erfahren, wie sein Leben so aussieht und wie eben sein Tagewerk so geht. Und auch von seinem Vater hat man einiges erfahren, wie er ihn halt eben ja, alles so beigebracht hat mit harten, ja, Lehrmethoden, könnte man sagen. Er hat ihn immer windelweich geprügelt, also ein sehr charmanter Vater, der die ganze Zeit nur säuft und Farin als faul bezeichnet und ja, die ganzen Leute, die Kunden übers Ohr haut und viel zu viel berechnet und ja, die Schmuckstücke abnimmt und so weiter und so fort. Ja, aber während Farin diese Giftmischerin behandelt, passieren halt erstmal seltsame Dinge. Er entdeckt auf ihrer Brust ein ganz großes eingeritztes Kreuz, das wohl mit sehr, sehr alten und sehr, sehr neuen Schnitten versehen wurde. Und dann taucht auf einmal ein Amulett auf. Also es war zuerst nicht da beim Waschen und auf einmal, als er das Wasser gewechselt hat, sieht er auf einmal dieses Amulett auf der Brust, was vorher nicht da war, genauso wie die Augen der Giftmischerin auf einmal wieder offen sind, obwohl er sie schon mit so Zuckerwasser zugeklebt hat und er fühlt sich irgendwie beobachtet aus der Fremde. Ja, das alles hat so ein bisschen einen unheimlichen Touch, mit diesem leicht schwarzen Humor und eben diesen Ekelszenen. Das passt alles doch schon sehr gut zusammen, gerade auch in diesem Mittelalter-Flair. Man erfährt auch, dass seine Mutter und auch viele andere aus dem Dorf an der Pest gestorben sind. Und ja, wie er eben so lebt, ganz ärmlich und dass die total gemieden werden. Ja, und er nicht so sein möchte wie sein Vater und er sich Mühe gibt, aber er scheint auch so ein bisschen den Glauben an Gott so ein bisschen verloren zu haben. Also er ist da doch recht kritisch und nicht nur so gutherzig naiv. Ja, ich finde der Schriftstil, der Stil, der Schreibstil, genau so heißt das, ist sehr leicht, sehr locker, ist gut zu lesen und Farin gefällt mir gut und hat auch so einige Parallelen zu Nevermore, finde ich, obwohl beide Charaktere, Protagonisten wirklich ja, ein echt blödes Leben haben, haben sie mit entweder mit sehr, sehr viel Standkraft oder halt auch mit sehr, sehr vielen guten Herzen und auch so ein bisschen Selbstironie es geschafft, in diesem Leben ja, zurechtzukommen, mehr oder weniger. Und ich bin jetzt, wie gesagt, auch sehr gespannt, was es mit dieser Giftmischerin auf sich hatte, weil die
ja, schon irgendwas Magisches an sich hatte. Und er hat ja auch dieses Amulett nicht bloß einfach um ihren Hals gefunden, sondern es ist auf einmal aufgetaucht und andere mysteriöse Dinge sind geschehen. Und zu Anfang sah ihr Gesicht auch so leidgeplagt aus und als er das Amulett an sich genommen hat, war es auf einmal friedvoller. Ja, da frage ich mich, ob sie vielleicht gewollt hat, dass er dieses Amulett nimmt. Ja, das wissen wir natürlich alles noch nicht. Ich finde, die düstere Atmosphäre kommt hier sehr gut rüber. Und ich finde schon, dass es so ein bisschen in die Dark-Fantasy-Horror-Richtung geht bisher. Mal schauen, ob es denn noch mehr in die High-Fantasy-Richtung geht. Ich weiß es nicht. Und ja, werde es auf jeden Fall irgendwann lesen. Aber ihr entscheidet es, ob das denn das Gewinnerbuch wird. Das vorletzte Buch kommt aus der Kategorie Jugendbuch, genauer gesagt Jugendbuch Fantasy und ist Trommelwirbel Odins Kind von Siri Pettersen. Das ist der Auftakt der Rabenringe-Trilogie. Und dieses Buch ist wieder mit einem großen Vorsprung der Sieger geworden und zwar mit 6 Stimmen Vorsprung, wieder mit 11 Stimmen hat das Buch gewonnen. Und ich finde auch, dass es etwas sehr Besonderes ist. Zum einen optisch, aber auch vom Inhalt her, spielt mit den nordischen Mythen. Und ich finde auch, dass die Protagonistin etwas Besonderes ist. Ich lese euch einmal den Klappentext vor. Ihr fehlt etwas, das alle anderen haben. Das macht sie zu einem Mythos, einer Seuche, einem Menschen. Hirka ist im Imsland aufgewachsen. Mit 15 findet sie heraus, dass sie ein Odinskind ist, ein schwanzloses Wesen aus einer anderen Welt. Von nun an ändert sich alles in ihrem Leben. Sie wird verachtet und verfolgt. Aber das ist nur der Anfang, denn Hirka ist nicht die einzige Fremde, die es durch die Steintore nach Im verschlagen hat. Ich finde einfach, das Interessante daran ist, dass hier mal der Mensch das sonderbare Wesen ist und nicht andersrum, dass wir irgendwie eine Figur kennenlernen in der Menschenwelt, die etwas aufweist, zum Beispiel eben einen Schwanz oder besondere Fähigkeiten oder Flügel oder was auch immer, sondern dass hier der Mensch zwischen den Wesen, den andersartigen Wesen beziehungsweise den Wesen, die normal sind in dieser Welt, halt heraussticht, eben als unsere Protagonistin. Das ist mal irgendwie ganz verkehrte Welt und ich habe davon schon vieles Gutes gehört. Ich habe eben gerade erst die Folie abgemacht und freue mich jetzt, das erste Kapitel mal anzulesen und bin gespannt, was mich hier erwartet. Das erste Kapitel liegen nun hinter mir. Im Prolog erfahren wir etwas über Hirka als Baby, denn ja, wir kriegen mit, dass ein Mann ein Bündel trägt und in eine verschneite Hütte ankommt und dort überlegt, ob er diese Missgeburt, wie er sie nennt, ob er sie jetzt umbringen kann. Er bringt es aber nicht über sich. Er hat dieses Bündel, dieses Baby in einem Steinkreis gefunden und vor irgendetwas oder vor irgendjemanden gerettet. Aber eigentlich meint er, wäre es das Beste, wenn das Baby getötet wird. Er kann es aber nicht und dann überlegt er, ja, die einzige Chance ist eigentlich, damit das Kind hier in diesem Reich überleben kann, gebe ich ihm eine Geschichte und er ritzt mit einem Messer im unteren Rücken des Babys mehrere Schnitte ein und sagt ab sofort, heißt es, dass sie diesen Schwanz bei einem Wolfsangriff verloren hat und er bricht mit dem Bündel, mit dem Baby in eine ungewisse Zukunft auf. Das erste Kapitel spielt dann 15 Jahre später. Hirka ist eben 15 Jahre alt und wir treffen sie dabei, wie sie versucht, einen Freund, einen Jungen davor zu retten, in eine Schlucht zu stürzen. Er sitzt nämlich mitten auf einem Baumstamm, der über eine Schlucht gelegt ist und er wurde davon anderen fiesen Mobbern wahrscheinlich darauf
gelockt und Hirka möchte ihn nun retten und bringt sich selbst in Gefahr. Sie wird aber selbst gerettet von jemandem, den sie wohl aus Kindestagen noch kennt, und zwar ist das Rime. Und weiß nicht, ob das irgendwie mal Rivalen waren oder auch mal Freunde oder irgendwie beides. Jedenfalls war Rime 3 Jahre nicht da, ist jetzt wieder zurückgekommen und sieht ganz verändert aus. Er hat Waffen, trägt Waffen bei sich, aber er hat immer noch ja, die Angewohnheit, sie zu demütigen und sie zu schikanieren. Ja, ich weiß nicht, da bahnt sich für mich, hat sich für mich irgendwie schon so ein bisschen eine Liebesgeschichte angebahnt, was mich, weiß nicht, das mag ich ja nicht. Und ich hatte gehofft, dass das hier so ein bisschen anders ist, weil es eben auch anders aussieht, dass es nicht so sehr die Liebesgeschichte eine Rolle spielt. Gleich im ersten Kapitel habe ich das aber das Gefühl, dass es genau sowas ist. Aber ich will mich natürlich nicht abschrecken lassen, vor allem diese winterliche Atmosphäre. Es könnte irgendwie in nordischen, ja in norwegischen oder finnländischen Wäldern spielen. Also das gefällt mir gut. Und ja, auch diese Wesen sind halt auch mal was anderes. Also da möchte ich mich natürlich jetzt nicht vom ersten Kapitel abschrecken lassen. Aber ja, da hatte ich leider schon meinen ersten Augenrollmoment und ein bisschen Angst. Trotzdem freue ich mich, dann weiterzulesen irgendwann. Ja, und jetzt fehlt nur noch eines. Ein Buch fehlt noch. Das letzte Buch schlägt wohl am meisten aus der Reihe, denn es hat nichts Fantastisches an sich. Es kommt aus dem Bereich Belletristik und ist auch sehr, sehr knapp jetzt weitergekommen. Es ist auch das einzige Buch, was keine 11 Stimmen, sondern nur 6 Stimmen bekommen hat und auch nur mit einer Stimme wirklich ganz, ganz knapp gewonnen hat. Und zwar ist es Das Lavendelzimmer von Nina George. Das ist ja das Lieblingsbuch von Sarah Sophie, und von Nina George habe ich jetzt schon sehr viel gehört. Ich dachte immer, dass Nina George so Frauenliebesromane schreibt, und für mich sieht das optisch auch ein bisschen danach aus, aber ich habe jetzt schon vieles von ihren Romanen gehört, dass die so ein bisschen auch tiefer gehen, und diese Geschichte klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil es eben auch ein buchiges Thema hat. Ein Roman über die Macht der Bücher, die Liebe und die Magie des südlichen Lichts. Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert. Der Buchhändler Jean Perdu verkauft aus seinem Bücherschiff Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen, seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne als die schöne Manon ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück, außer einem Brief, den Perdue nie zu lesen wagte. Bis zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert und Monsieur Perdue aus der kleinen Rue Pontonion auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben. Ja, die erste Schwierigkeit ist das Französische schon in diesem Buch. Ich hoffe, das wird mir innerhalb der Lektüre nicht schwierig, aber da muss ich ja jedenfalls nicht laut vorlesen. Es klingt natürlich auch ein bisschen nach einer Liebesgeschichte, aber ich finde einfach mit diesem Bücherschiff und diesen Romanen, die er empfiehlt, die einem Leben weiterbringen, finde ich das auf jeden Fall eine schöne Idee. Und es ist wirklich ein bisschen mal was anderes. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch irgendwie eine Fortsetzung dazu oder ein Buch, was da in diesem Buch vorkommt. Und ja, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ich finde, das passt jetzt gar nicht so sehr im Herbst und Winter, sondern wäre eher so ein Frühlings-Sommer-Buch. Aber wenn das richtig, richtig gut ist und einen hineinzieht, dann ist es eigentlich egal, was für eine Jahreszeit man hat, weil man einfach so sehr in diesem Buch gefangen ist. Wir werden mal schauen, wie das in dem ersten Kapitel so aussieht. Das erste Kapitel ist nun vorbei und ich habe ein bisschen jetzt Monsieur Perdue schon kennengelernt. Er ist um die 50. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass er ein bisschen jünger ist.
Aber er hat irgendwie mal erwähnt, dass er in 20 Jahren 70 wäre. Das macht nach Adam Riese ungefähr 50. Und er wird von zwei Damen belagert, die sagen, dass in dem Haus eine neue Mieterin einzieht und die im Grunde, ich glaube, sich von ihrem Mann getrennt hat und jetzt im Grunde alles braucht, benötigt, ob er vielleicht irgendwie irgendwas spenden kann, eventuell einen Tisch. Und er hat noch einen Tisch, den er nicht benötigt, allerdings in einen Raum, den er schon lange nicht mehr betreten hat und den er sozusagen auch versteckt hat, ein geheimer Raum, der ihn immer an eine ganz besondere Person erinnert, die er versucht auszusperren aus seinen Gedanken. Und es wird auch nie der Name genannt, sondern immer nur Sternchen, Sternchen hingeschrieben. Und er versucht, das alles auszublenden, aber er müsste ja eigentlich wissen, dass die Erinnerungen einen immer wieder einholen. Ich denke mal, dass es eine verstorbene Liebe ist, weil er so davon redet, wie dieser Raum aussieht und was für Gerüche dort drin sind und dass es alles bekannte Gerüche sind. Ja, und so ein paar Erinnerungen wieder hochkommen. Ich fand das erste Kapitel jetzt ein bisschen wirr. Also wir sind gestartet in diesen Dialog und ich wusste nicht, sind wir jetzt auf seinem Schiff, sind wir jetzt in irgendeiner Wohnung? Und ja, also ich fand es tatsächlich ein bisschen wirr und nicht ganz so leicht wegzulesen, weil es eben so vieles angesprochen hat und nicht mit so verschiedenen Themen hier angekommen ist. Ja, dann noch die französischen Begriffe dazu ist nicht so ganz einfach für mich. Aber ich freue mich schon darauf, ihn und sein Boot, Schiff, Bücherschiff kennenzulernen. Und ja, seine Vorgehensweise, wie er anderen halt Bücher empfiehlt. Also jetzt am Ende des Kapitels geht er halt auch mit diesem Tisch, den er aus dem Raum genommen hat, zu dieser Frau und er hört hinter der Tür schluchzen. Und vielleicht wird er ihr, vielleicht ist sie ja schon sein erster Kunde in diesem Buch, seine erste Kundin, die er dann mit einem Buch vielleicht weiterhelfen kann. Mal schauen. Ja, das war's. Das war auch jetzt das letzte Buch. Jetzt seid ihr an der Reihe. Lest doch auch selber die ersten Kapitel oder je nachdem, was euch jetzt am meisten angesprochen hat oder welches Buch ihr selber ganz, ganz toll findet. Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt für mehrere Bücher abstimmen, müsst nicht nur eins nennen. Wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt teilnehmen wollen an der Leserunde, sondern könnt einfach so mit abstimmen. Ich freue mich wie immer über rege Teilnahme und ja, wenn ihr bis hierher ausgehalten habt und zugeguckt habt, sage ich vielen lieben Dank dafür. Und ich werde euch ja bis Ende November Zeit lassen, abzustimmen. Und dann werde ich im Lesemonat November den Gewinner, denke ich mal, ausrufen oder vielleicht ein ganz kurzes einzelnes Video drüber machen. Das weiß ich noch nicht genau, aber ich glaube, den Lesemonat, den sehen die meisten. Und da kann ich das dann verkünden. Mal schauen, wie ich das umsetze. Auf jeden Fall habt ihr jetzt noch über 2 Wochen Zeit abzustimmen. Und ich bin sehr gespannt, wofür ihr euch entscheiden werdet. Ich meine, ich werde die Bücher eh nach und nach lesen, aber das ist natürlich nochmal was Besonderes, mit euch zusammen eine Leserunde zu eröffnen. Und dann können wir uns über die Details ja auch nochmal unterhalten, wann, wie und ja, wie wir das alles gestalten. Das machen wir dann abhängig davon, wie viele wir sind und wer wann Zeit hat und so weiter und so fort. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich auf das Endergebnis dieses Büchercastings. Hat ja auch lang genug gedauert, dieses Projekt. Und jetzt ist es an der Zeit, wieder demnächst dann ein neues Projekt zu starten, wo ich auch schon eine Idee habe, aber das soll jetzt erstmal beendet werden, fachgerecht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie schon erwähnt, tausendmal. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.